Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde des Wahnsinns. Wir befinden uns gerade in der Dreiklang-Dimension. In der Kammer der tausend Freuden. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben sich alle hier versammelt. Hallo und herzlich willkommen. Und man kann sagen, die Laune ist gut. Gut, Knebel, Talk Radio. Und gut, ich, alles klar. Haare, Sven. Mann. Himself. Ja, höchstpersönlich. Na? Ohne mit der Wimper zu zucken. Gnadenlos. Ja. Hier, du bist ja hier das Geburtstagskind. Genau. Hat sich denn heute an diesem Geburtstag etwas in deinem Leben verändert? So ein gutes Motto. Ja, möchtest du uns ein Motto sagen, Kalle? Ja, ich habe die Antwort auf die hässliche Forum-Themen. Habe ich nämlich heute erfahren. Beißen. So einfach wäre das gewesen. Einfach beißen, dann ist das Problem ab. Hättest du mich mal gefragt, privat. Aber im Forum sagt man ja meistens immer Sachen, die man sich im Alltag nicht so... Ja. Das ist eine völlig eigene Dimension von Kommunikation. Also ich sag mal, ich bin runter bis zum 6. Höllenkreis und da waren noch 3, ja, wo ich mit Dante auf Reisen gehen kann. Kalle, wir schaffen das. Wir schaffen Der das. Zug geht weiter. Haare, ich übergehe. Ja, Haare. Jetzt, ich werde mir jetzt erstmal einen Drink beordern und zwar ein Cuba Libre. Alles klar. Scheiß Party, wenn ich meine Hose finde, gehe ich nach Hause. Moment, der Mensch hat seine Hose verloren. Du hast seine Hose. Wenn ich sie finde, gehe ich nach Hause. Du bist doch nicht nackig. Kannst du doch gar nicht sehen. Doch, der hat keine Hose an. Alter, wieso läuft der ohne Hose rum? Wieso ist der hosenlos? Vielleicht hat einer einen Rock für den, dann ist es ein Rock'n'Roller und kein Hosenroller. So, okay, Kalle. Und das Band, das verticke ich dann. Stimm rein. So. Sag mal, ist das jetzt ernsthaft? Ist es schon hell draußen? Aber es wird immer relativ früh hell. Ja, jetzt momentan. Ja. Ich weiß das, aber weil es dauert noch ein bisschen. Ne? Noch einen Monat oder was, das Wende oder so. Ja, dann ist schon wieder der längste Tag des Sommers gelaufen. Faktisch gesehen, physikalisch, biostationär, Sommersonnenwende. Aber faktisch, danach läuft es ja noch weiter. Ja. Also. Gute Feier. Ja, geht so. Ich habe alle das Mikro in die Hand gedrückt bekommen und sowas. Das war so Eindrücke. Ich habe jetzt 80 Stunden Zeit irgendwie. Ja. Wie fühlt man sich so als Gast von Kalles Party? Ja. Hier. Du bist ja auch Gastgeber. Ja, danke, vielen Dank. Und, ich habe heute Geburtstag. Du hast auch Geburtstag. Ja, nein, Quatsch. Nein. Ja, bin ich alle Geburtstag? Nein. Ich muss rein. Happy Birthday. Man gar nicht dazu reden. Der Vogel ist ja am Schill hier, der Schillvogel.
Kuba Libre. Nee, das war ein anderer. Wo ist der Vogel, der in Kuba Libre bestellt hat? Nee. Ja. Nö, der eine. Ich weiß gar nicht. Der hat so ein verdächtiges Sternsymbol. Ja. Der hat so ein linkes T-Shirt an mit so einem Stern drauf irgendwie. Ah. Halleluja. Hier ist er. Da. Hier. Und jetzt, mein Freund, alles, was hier heute passiert, wird auf Kalistromat aufgenommen. Das heißt, labert. Ja, sicher, mit dem Stick, mit dem Schwert. Boah, hier ist das Schwert. USB-Stick in der Hand. Aber das ist gar nicht mehr so weit weg, glaube ich. Nee, 50.000 amtlich festgestellte World of Warcraft mit absoluten sozialen Degenerationserscheinungen. Also der springt aus dem Monitor. Der kommt aus dem Monitor raus. Der hat zum Beispiel die Schaltkreise der Matrix überwunden und kontrolliert die Mausbewegungen der Echtspiele. Nein, aber ich find's so krass, weil ich hab groß, nach dem ganzen Spaß hier, ich habe dich nämlich gesucht, über die Tanzfläche bis Mainfield, dass du gesagt hast, du bist hier. Ja, ich weiß. Ja. Ich spiele jetzt Poker. Jetzt habe ich hier so ein Mikro. Das heißt, hier wird alles aufgenommen, was ich sage. Also Tobi. Ja, ich wünsche Martin auf jeden Fall alles Gute zum Geburtstag. Da muss man jeder jetzt mal sagen, Martin, finde ich super. Ich bin jetzt seit circa 3,5 Stunden hier. Seit 3,5 Stunden, ja. Hat schon was verändert? Freue mich, hab Spaß, hab viele Leute getroffen, Zustand verbessert, die ich sonst nicht getroffen hätte. Ich spiele selber nachher noch hier Musik. Aha. Wollte eventuell vorher noch mal nach Hause, weiß aber noch nicht, ob ich schaff's. Du bist einer der Musik-DJs? Wie ist denn dein Name? Ja, Tobi. Tobi Butt? Ja, so ähnlich. Facebook? Ich habe einige Namen da gesehen, die ich noch nie gehört habe im DJ-Angebot. Da sind auch sehr viele. Ja. Also der einzige, den ich eigentlich kenne, ist Grimlock. Ja, und Kalle. Kalle kennt man. Die anderen den habe ich ja. Aber das heißt, der heißt wirklich so. Der Kalle. Eine Konversation, glaube ich, verfolge ich immer mit dem Martin. Die ist im Facebook. Sven Vogt. Facebook, Kommunikation zwischen mir und Martin, wenn das mal alle paar Tage einmal passiert, ist fucking fight, sag ich. Das ist irgendwie so zwischen Heil, Satan und Facebook doch so gut, wie man dann ist. Das ist auf deinem Facebook-Account-Profil. Da sieht man mal. Ja. Das war ja auch ein Bewerbungsfoto. Ich hatte eben sonst kein Bild, da habe ich mein Bewerbungsfoto. Was haben Sie denn so gekriegt? Nö. Für das, was ich mache, brauche ich kein Bewerbungsbild. Für das, was ich an Tätigkeit ausübe, brauche ich kein Foto oder so daneben. Ja. Ich arbeite auf zwei Ebenen. Also abgesehen von Go-Arbeiten. Nö. Auf der einen Seite Marktforschung, Interviews machen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt so ein Parallel. Marktforschung. Marktforschung. Markt- und Konsum- und Medienforschung. GfK. Leute am Telefon befragen. Und zwar so schon. Nein. Du musst es schaffen. Also, Leute. Okay. Ja, scheiß drauf. Da sag ich mir mal scheiß drauf. Ich habe bei dem Job gelernt, zu sagen, fuck you, scheiß drauf. Nicht als persönlich nehmen. Es gibt total viele Absagen. Da darf man gar nicht denken, scheiße, der mag mich nicht. Der hat aufgelegt. Die Leute sind einfach genervt. Ja. Aber wenn man es dann mal schafft, jemanden an der Leine zu halten, und zwar... Das ist aber schon eine Kunst. Man lernt halt so gewisse Spitzfindigkeiten, sag ich mal. Das ist eine Mischung aus spitzfindigem Kalkül. Ja.